Umfang 30 Minuten von Stuttgart nach Ulm? Ein Mammutprojekt auf der Zielgeraden. 12 Tunnel sind gebohrt, 37 Brücken gebaut. Darunter die Vilstalbrücke, die höchste Bahnbrücke im Land. Wir hatten einige schlaflose Nächte, bis das alles ins Laufen gekommen ist. Im Frühjahr 2022 fahren bereits Testzüge auf der fertigen Hälfte der Trasse. Aber die Gegenrichtung ist noch Baustelle. Wir begleiten diese letzte heiße Phase. Es ist Wahnsinn, dass ich tatsächlich hier an so einem Jahrhundertprojekt mitmachen kann, in der verantwortungsvollen Position. Hätte ich mir erstmal nie träumen lassen. Hohenstadt auf der Schwäbischen Alb im März 22. In dem Containerdorf arbeiten Dutzende Ingenieurinnen und Ingenieure, zumeist von österreichischen Firmen, die von der Deutschen Bahn den Zuschlag für den Ausbau bekommen haben. Sibylle Rizkowski gehört zum Team. Sie ist eine von mehreren Bauleiterinnen. Meist arbeitet sie vom Büro aus, aber manchmal verschafft sie sich vor Ort einen Überblick über den Stand der Dinge. Auf dem Weg zur Vilstalbrücke durch den knapp 5 Kilometer langen Steinbühltunnel. Also wir würden hoffen, dass nichts schief geht. Aber das hofft man ja jeden Tag. Also wird halt betoniert. Beim Betonieren kann halt immer alles Mögliche passieren. Klassiker ist auch, dass halt von der Betonpumpe her irgendwas nicht funktioniert und der Beton da landet, wo er nicht hin soll. Das ist natürlich immer relativ nervig, weil wir den natürlich dann relativ zügig wieder entfernen müssen, weil Beton bekanntlich hart wird. Was ist so der schönste Teil deiner Arbeit? Na, wenn der Zug fährt. Das ist ja klar. Also das ist ja tatsächlich ein unfassbar befriedigender Faktor in diesem Job. Du hast immer einen definierten Abschluss. Und dann ist auch alles irgendwie schick und schön und man freut sich. Und dann gibt es hier Sektchen und dergleichen mehr, weil der Zug fährt. Die Vilstalbrücke, mit 85 Metern die dritthöchste Bahnbrücke Deutschlands. Eigentlich sind es zwei getrennte Brücken. Da die angrenzenden Tunnelröhren 30 Meter auseinander liegen, wurden zwei schmale statt einer breiten Brücke gebaut. Während das Gleisbett auf der anderen Brückenseite schon fertig ist, müssen es hier spezialisierte Subunternehmer noch betonieren. Die Schienen, die hier schon liegen, sind Provisorien. Die endgültigen Langschienen bauen sie erst nach dem Betonieren ein. Ich finde es einfach spannend, dass man tatsächlich irgendwas schafft. Also ich hätte jetzt bald eher schaffen gesagt, das ist jetzt also weniger gottgleich, aber es ist einfach schön, dass man was in der Hand haben kann, was da passiert. Und dass man sehen kann, was passiert. Und natürlich ziehe ich da keinesfalls jede Schellenschraube selber an, ganz im Gegenteil, nicht eine. Aber es ist trotzdem irgendwie halt so ein bisschen mein Kind und auch das Kind von allen diesen Menschen. Und das ist das Schöne, tatsächlich. So bin ich eigentlich im Bau gelandet. Und weil es halt eben tatsächlich so ein bisschen Einzelanfertigung ist, jedes Mal wieder. Und jedes Mal wieder irgendwelche neuen Rahmenbedingungen hast, auf die man sich halt einstellen muss. Vor dem Betonieren müssen Sie die Lage der Gleise genau justieren. Grüß euch. Servus. An unsere wichtigsten Männer auf der Baustelle, unsere Vermesser. Wir haben ja, jetzt wollte ich nicht bei der Tätigkeit stören, gell? Entschuldige. Alles gut. Nein, also wir haben ja recht ekelhafte Toleranzen, sage ich immer. Also wir bauen ja ein Betongleis, wir betonieren die ganze Schwelle und das Gleis ja eben ein. Und wir haben halt nicht so viele Versuche dafür. Weil ich meine, wenn es einmal betoniert ist, dann ist es drin. Und dann ist es natürlich ein bisschen ekelhaft, wenn wir es in irgendeiner Art und Weise in eine andere Richtung schieben müssen. Und deshalb sind unsere Vermesser so wichtig, die uns eben vorher das Gleis auszurichten in der richtigen Lage. Und dann würden wir es eben auch versuchen, in der richtigen Lage einzubetonieren. Toleranzen haben wir in der Regel minus 0 plus 2 mm und richten dann auf minus 0,5 mm. Also es ist schon recht genau. Und wenn sich doch mal ein Fehler einschleicht? Da gibt es die sogenannten Zwischenlagen. Das sind quasi Kunststoffblättchen, die sind hier direkt unter der Schiene drin. Da ist regulär ein Blättchen mit 6 mm drin und wenn man quasi also
zu tief sind, dann können wir quasi alles aufmachen, 6 mm Blättchen raus, 7 mm Blättchen rein, alles wieder zu, drüber vermessen, schauen, ob es funktioniert. Aber also eine einzelne Austausch ist natürlich schon mal einfach relativ mühsam. Ich muss ja ein paar aufmachen, damit ich die Schiene überhaupt so weit raufbringe. Man muss hoffen, dass sich die Schiene dann auch so bewegt, wie sie Platten das einem versprechen. Gegebenenfalls macht man das Ganze dann nochmal. Genau. Im März 22 fahren auf der einen Seite der Strecke bereits Züge. Keine normalen ICEs, sondern Testzüge. Die Hochtastfahrten, ein fahrendes Messlabor für Hochgeschwindigkeit. Sie prüfen zum Beispiel die Lage der Oberleitungen, im Fachjargon Fahrleitung. Die Daten, was wird am Stromabnehmer geliefert werden über die Sensorik, was eingebaut ist, sehe ich da in Echtzeit da auf meinem Schrieb. Und da beobachte ich das Ganze, wenn eventuell akute Störstellen hier auftreten würden, dass wir gleich reagieren und die Fahrt abbrechen oder die Geschwindigkeit reduzieren. Später, wenn der ICE regelmäßig fährt, werden Fahrleitungen und Stromabnehmer der Züge stark belastet. Deshalb. Die Fahrleitung läuft nicht gerade, sondern läuft immer sozusagen im Zickzack über die Schiene, sodass wir sozusagen eine gleichmäßige Abnutzung über dem Stromabnehmer stattfindet. Weil würde die Fahrleitung an einem Punkt nur sein, dann wäre das wie so eine Art Säge, die den Stromabnehmer im Laufe der Zeit in der Mitte durchschneiden würde. Zwischenstopp im Alpabstiegstunnel vor Ulm. Kurze Pause und ein Check der Sensoren außen am Zug. Auch für Lokführer Uwe Döbler steckt in jeder Neubaustrecke noch ein Stück Abenteuer. Ja, es ist interessant, sage ich mal, wenn man solche, bei dem dabei ist, wenn man was neu zulässt oder gerade so neue Strecken oder neue Bahnhöfe. Das ist schon, sage ich mal, was anderes, wie wenn man im ganz normalen Alltagsverkehr unterwegs ist, wo jetzt jeden Tag vielleicht die gleiche Strecke fährt oder immer dasselbe. Wir sind ja bundesweit unterwegs oder europaweit zum Teil. Auf dieser Strecke tasten sie sich bis 275 Kilometer pro Stunde vor. Der Zug würde aber deutlich mehr schaffen. Jenseits der 300, es ist, muss man sehr konzentriert sein und es geht eigentlich zu schnell vorbei. Das muss richtig realisieren. Eine Woche brauchen sie, um die erste Hälfte der Trasse zu testen. Rückblick. Bei ihrer Eröffnung 1850 gilt sie als die steilste Eisenbahnstrecke Deutschlands, die Geislinger Steige, die alte Ulm-Stuttgart-Strecke. Doch Züge kommen auf ihr nur langsam voran, weshalb bald klar wird, wir brauchen eine neue Trasse. Nach Jahrzehnten der Planungen und Diskussionen kommt 2012 der Baubeginn. Mit Dynamit und schwerem Gerät geht es durch die raue Alp. November 2015. Symbolischer Durchbruch des Steinbühltunnels vor dem Filztal. Hier beginnen gerade die Vorarbeiten für die riesige Brücke. Und einige Kilometer oberhalb formen Bagger den Untergrund der neuen Trasse. März 22. In Wendlingen, direkt neben der Autobahn, endet die Neubaustrecke von Ulm-Kommend. Unzählige LKW-Ladungen Beton, die jeden Tag das Fundament der Strecke weiter wachsen lassen. 2025 sollen diese Gleise dann auch mit dem Großprojekt Stuttgart 21 verbunden sein. Danach soll die Fahrzeit zwischen Ulm und Stuttgart nur noch eine halbe Stunde dauern. Der Bautrupp von Polier Stefan Frauwallner muss trotz des zunehmenden Zeitdrucks extrem genau arbeiten. Momentan in dem Bereich ist halt die Logistik ein bisschen das Problem, weil wir den Beton eigentlich nur von einer Seite zubringen können. Und es sollte natürlich alles fertig werden auch. Und dass wir uns nicht selbst einsperren beim Betonieren, müssen wir das Ganze ein bisschen managen, auch vom Ablauf. Weil die Maschine ist ja natürlich teuer und der sollte noch zur nächsten Baustelle weiter. Der muss am Montag in München sein, im Sonderflughafen in Oberpfaffenhofen. Die österreichischen Subunternehmer sind Spezialisten im Bahnbau und europaweit im Einsatz. Es ist halt immer etwas dabei, was
durch andere Gewerke, wo wir immer improvisieren müssen. Und das Improvisieren ist halt das, wo man auflebt. Da kann man zeigen, was man kann. Ne? Und das ist nicht so schlecht. Verantwortlich dafür, dass die Züge später im perfekten Gleis fahren, ist Thorsten Weinhold, Teamleiter für die bahntechnische Ausrüstung. Also, wir haben ja gerade in dem Messpunkt tatsächlich nachgewiesen, Genauigkeit 1 mm unter der geforderten Höhe. Normalerweise haben wir hier Toleranzen plus minus 1 cm. Und wenn man jetzt schon sieht, Millimetergenauigkeit ist natürlich das, was man bei so einer Schicht gar nicht erwartet, aber trotzdem gebaut wird. Beim Gleis, was oben drauf kommt, da geht es natürlich dann in 1/10-Millimeter-Bereich. Ja, das brauchen wir aber, wir wollen ja auf dem Gleis 250 km/h fahren. Der französische Hochgeschwindigkeitszug TGV fährt Spitzen von über 300 km pro Stunde auf einem Schotterbett. Hier wollen sie es anders machen. Wir verbauen auf der Neubaustrecke generell eine feste Fahrbahn als Gleis. Das heißt, die feste Fahrbahn ist nicht so, wie man es sonst kennt im Schotteroberbau, dass ich Schwellen habe, Schienen und das wird mit Schotter eingefüllt, sondern wir haben hier eine Konstruktion auch mit Schwellen, auch mit der Schiene, nur der Schotter wird eben getauscht durch einen Beton. Und das ist die sogenannte feste Fahrbahn. Von der festen Fahrbahn möchte man, dass die langlebiger ist, dass man nicht so viel Instandhaltung betreiben muss, sondern dass nur regelmäßig die Schienen zu tauschen sind, wenn sie abgefahren sind. Aber die Unterkonstruktion bleibt bestehen, hat mindestens eine Liegedauer 60 bis 80 Jahre. Bauingenieur Thorsten Weinhold hat in Dresden studiert und arbeitet seit 2012 für das Großprojekt. Wo ich studiert habe, hat mein Professor schon von dem Projekt gesprochen. Das wäre theoretisch nach meinem Studium fertig gewesen. Jetzt darf ich hier einen sehr enormen Teil mitwirken. Und ja, ich bin stolz. Wir haben natürlich noch ein paar Restarbeiten durchzuführen. Aber wir sehen, die Anlage funktioniert. 30 Kilometer weiter Richtung Südosten. Vor dem Baubüro in Hohenstadt kümmert sich Sibylle Ritzkowski um ihre vierbeinigen Helferinnen. Alles gut bei euch? Ich bin wieder drangsaliert. Das sind jetzt tatsächlich unsere Rasenmäherziegen. Das ist die Wiese, auf der sie stehen, ist die Oberbodenmiete von unserem Baubüro. Also, wir haben hier ein relativ großes Baubüro aufgestellt mit relativ vielen Containern und versiegelter Fläche und alles asphaltiert und so. Zu doof, ne? So, schau. Und dazu muss natürlich vorher, bevor wir asphaltieren und so weiter, der ganze sogenannte Oberboden abgeschoben werden, also der Teil vom Boden, der belebt ist. Die gute Erde brauchen sie später, um das Gelände wieder in eine Wiese umzuwandeln. Alles, was hier um uns rum ist, wo die Ziegen draufstehen, ist also 2 Meter aufgeschütteter Oberboden, den wir am Ende wieder ausbringen. Und eigentlich müssen wir den natürlich eben auch mähen, damit es ihm gut geht, dem guten Boden. Und wir können jetzt entweder jemanden anstellen, der halt da einmal die Woche Rasen mäht. Oder eben wir lassen das mähen. Und dazu sind eben unsere Ziegen dabei. Schau mal. Und außerdem habe ich festgestellt, dass sie einen relativ beruhigenden psychologischen Effekt haben auf das gesamte Team. Die stehen immer oben und gucken Ziegen beim Arbeiten zu. Nach 5 Jahren ist die Gegend für Sibylle Ritzkowski eine Art zweite Heimat. Dabei war es für sie und ihr Team anfangs schwer, sich auf der 60 Kilometer langen Neubaustrecke zurechtzufinden. Du kannst grob mal schauen, quasi auf der Seite ist, hoppala, auf der Seite ist Ulm. Da kann natürlich auch das Ulmer Münster erkennen in der Höhe. Und quasi 7 Meter weiter gefühlt ist dann unten eben Wendlingen, in dem unser Projekt endet. Und da kommt der Alpvorlandtunnel, eben relativ lang bis Kirchheim. Dann gibt es den Bosler-Tunnel, der eben in Eichelberg startet, bis zur Filsterbrücke geht. Und dann eben unsere Lieblingsbrücke, die Filstalbrücke. Und wird dann begleitet vom Steinbildtunnel bis Hohenstadt, bis wir hier sind. Dann gibt es ein paar kleine Tunnel da dazwischen. Und dann der letzte lange Tunnel in Ulm unten, der Albabstiegstunnel. Genau. Insgesamt ist es so, dass von den 60 Kilometern Trasse ist fast die Hälfte im Tunnel. Sibylle Ritzkowski ist selten auf den Baustellen. Sie sorgt im Hintergrund dafür, dass vor Ort alles reibungslos abläuft, sofern das überhaupt möglich ist. Man kommt morgens, hat irgendeinen fantastischen Tagesplan, wie man denkt, was heute alles daraus passieren könnte und was man alles arrangiert hat, dass das alles so passiert.
Und dann passiert halt irgendwas. Dann stehen halt sämtliche Betonmischer im Autobahnstau oder es hat minus 27 Grad und betonieren ist halt nicht. Oder und wenn es nur ist, der Kollege hat den Laptop daheim vergessen und wir müssen jetzt halt anschauen, wie der überhaupt seine E-Mails lesen kann. Zurück nach Wendlingen, wo Stefan Frauwallner mit seinem Team die Tragschicht für die Gleise betoniert. Wenn hier einmal ICEs mit Tempo 250 fahren, müssen Material und Verarbeitung perfekt sein. Wenn der Beton nicht passt, dann bringt man natürlich die Qualität auch nicht zusammen. Ne? Nicht nur die Konsistenz des Betons ist entscheidend, sondern auch das Gefälle, mit dem sie ihn einbetonieren. Ja, wenn wir bei der Haupttrasse hier schon falsch betonieren, dann entsteht so eine Mulde. Wie ein Straßengraben, dann entsteht hier das Wasser. Und Wasser, wenn es gefriert, dehnt sich aus und dann haben wir Probleme bei den Weichen. Dann kann passieren, dass die ganzen Weichen, der feste Farbbeton locker wird und hohl und sich abhebt. Und dann müssten wir den kompletten Rückschnitt, die 40 Zentimeter rausschneiden, wegstemmen und händisch wieder neu alles ergänzen. Ne? Nein, hier wird nicht etwa ein Fehler in der Betonschicht rausgeschnitten. Es gehört zur Konstruktion. Denn Beton dehnt sich bei Hitze aus und zieht sich bei Kälte wieder zusammen. Das kann zu Rissen führen. Wir müssen alle 2,50 Meter schneiden. Das ist sozusagen eine Sollbruchstelle. Eine kontrollierte Bruchstelle, dass genau in diesem Bereich der Beton reißt, wo es geplant ist und vorbereitet ist und nicht irgendwo willkürlich quer übers Feld. In 2 Monaten werden sie hier die Gleise einbauen. Endspurt auf der Filztalbrücke. Heute Nacht wollen sie die Langschienen von 120 Meter Länge miteinander verschweißen, sodass ein durchgängiger Schienenstrang entsteht. Auch Thorsten Weinhold ist mit Kollegen angereist. Nur dafür haben wir das drüben gemacht. Das Festlager bleibt drüben. Das Festlager bleibt drüben. Also quasi dann keine Schienen, dann kann ich auch eine Pappschiene drüben einbauen. Hat man so gesagt, dass letztendlich das... Das ist doch Quatsch. Während Teamleiter Weinhold Überzeugungsarbeit leisten muss, geht einer der heißesten Sommertage 22 zu Ende. Die hohen Temperaturen machen den Gleisarbeitern Sorgen. Ja, das Problem ist, die messen halt mit dem Schienenthermometer die Temperatur. Und wenn es kälter ist, ist kein Problem, weil dann kann man sie erwärmen. Aber wenn es warm ist, kriegt man die Temperatur halt nicht runter. Ja, und wenn es jetzt heute zu warm sein sollte, also die Schienentemperatur, dann kann das Schweißen nicht vonstatten gehen. Zum Glück bringt der Abend auf der Alp die nötige Kühle. Sie schweißen im Thermitverfahren. Das heißt, flüssiges Eisen fließt in die Ritzen zwischen die Schienen. Dafür müssen beide Gleisenden haargenau zueinander passen. Um den Schienenspalt kommt eine Keramikform. Die dichten sie mit Sand ab. Die Form, die wird jetzt vorgeheizt, dass das Material, was nachher mit rund 1400 Grad reinläuft, nicht in eine kalte Form reingeht. Deswegen wird jetzt richtig die Form eingeheizt und gleich werden wir sehen, wie die Schienen zusammengebraten werden. Ein Hochofen im Mini-Format, aus dem das flüssige Eisen in die Spalte fließt. Währenddessen tauscht Baggerfahrer Jürgen Schulze die provisorischen kurzen Schienen mit den 120 Meter langen endgültigen Schienen aus, die sie heute miteinander verschweißen. Ich komme aus dem klassischen Gleisbau und der klassische Gleisbau ist Schotter und Schwelle. Und für mich ist eben das ja die Herausforderung, weil das eine feste Fahrbahn ist. Also das war ganz Neues, was ich noch nie gemacht habe und deswegen ist die ganze Baustelle der Herausforderung. Nachdem sie die Keramikform aufgebrochen haben, können sie die Schiene glatt schleifen, solange sie noch glüht. Derselbe Ort 6 Jahre zuvor. Die ersten Brückenpfeiler wachsen in den Himmel.
Insgesamt 9 Jahre werden sie an dem 485 Meter langen Bauwerk arbeiten. Am unteren Ende der Filztalbrücke brechen 2016 und 2018 die Mineure die beiden Tunnelröhren des Bosler Tunnels durch. Die Tunnelvortriebsmaschine mit 11 Metern Durchmesser, die größte, die die Bahn je eingesetzt hat. 7.770 Tonnen Stahl, 55.000 Kubikmeter Beton. Die Brücke, ein Jahrhundertbauwerk. Im Oktober 2021 ist es soweit. Lückenschluss der Schienen auf der südlichen Brückenhälfte. Ein Grund zum Feiern. 7 Monate später, im Mai 2022. Die Filztalbrücke wird heute durchgecheckt. Wie belastbar ist sie, wenn ein schwerer Güterzug auf ihr bremst? Das herauszufinden ist die Aufgabe von Friederik Wedel mit seinem Team. Sie stehen unter Zeitdruck. Der Zug steht uns nur diese Tage zur Verfügung. Das ist eben hängt mit den bahnbetrieblichen Zwängen zusammen. Und deswegen müssen wir das heute und morgen eben fertig kriegen. Ne? Da darf nichts schiefgehen mit der hochempfindlichen Technik. Ja, wir haben ein Problem. Die Sensoren, die wir hinten angebracht haben, die liefern keine Signale. Und jetzt? Ja, ich versuche ja mal die Baugruppe auszutauschen. Und? Nö, nix. Nach wie vor nicht. Der hintere Sensor, oder was? Ja. Ja, das jetzt selber noch mal angucken, aber müssen wir die komplett noch mal abbauen vom Zug. Also kann den ganzen Tag dauern. Den ganzen Tag wird schlecht, ja. Ja, eben. Also wir können jetzt noch irgendwie eine Maßnahme machen, die schnell geht, ja. Und wenn es nicht geht, dann lassen wir den hinteren Sensor weg und machen es mit den vorderen beiden. Auch unter der Brücke steht ein zweites Team Messtechniker mit zusätzlichen Geräten. Gut, dann kann der Zug jetzt losfahren. Bitte so schnell wie möglich 20 km/h und dann auf mein Zeichen eine möglichst starke Bremsung auslösen. Die Bremsung drückt die Brücke in Fahrtrichtung. Vor dem Baubeginn haben Statiker solche Belastungen berechnet. Stimmen die Messdaten von heute mit den früheren Berechnungen überein? Wenn der Zug quasi direkt vor dem Pfeiler steht, dann verbiegt er sich in die Richtung des Zuges. Ne? Und wenn er dann irgendwann drüber fährt, verbiegt er sich in die andere Richtung. Das ist das, was wir hier sehen. Ja? Also er biegt sich erstmal hier in die eine Richtung. Und wenn der Zug drüber weg ist, verbiegt er sich in die andere Richtung. Ein gutes Ergebnis. Sie haben nur eine Verformung von 30 mm. Wenn wir jetzt überlegen, das Tragwerk ist fast 500 Meter lang und 70 Meter hoch. Und dann nur 30 mm Verformung, das ist eigentlich relativ wenig. Ja? Und wir haben ja auch einen verhältnismäßig schweren Zug. Bei Personenverkehr ist es deutlich weniger. Währenddessen laufen unter der Brücke die Arbeiten weiter. Projektleiter Igor Seidmann kontrolliert Stellen, an denen sie die Oberfläche des Betons noch nachbessern müssen. Ja, das sind teilweise, aber das ist viel Draht. Durch das Öffnen der Verschalungen sind kleine Schäden entstanden. Die Brücken werden auf 100 Jahre Lebensdauer ausgelegt. Das heißt, vielleicht muss man dann nach 50 Jahren, nach 20 Jahren, je nachdem, dann die Stellen sanieren. 10 Jahre hat Igor Seidmann im Schatten der Brücke verbracht. Sie hat sein Leben geprägt. Jetzt neigt sich diese Zeit dem Ende entgegen. Also es ist große Verantwortung. Stolz, sowas zu machen, aber auch Glück, einfach an der richtigen Stelle zu sein, am richtigen Ort, um so eine Arbeitsaufgabe zu bekommen. Und letztendlich, man kann so vom Lebenswerk sprechen auch, glaube ich, in diesem Fall. Also so ein Bauwerk werde ich wahrscheinlich nie wieder bauen können. Und es ist toll, tolles Gefühl. In Wendlingen bauen sie die letzte Weiche der Neubaustrecke ein. Die Kommunikation untereinander ist eine Herausforderung für den österreichischen Polier Günther von Bank, denn auf der Baustelle arbeiten Menschen aus vielen Nationen. Heute müsste man 10 Sprachen normal beherrschen.
Und ja, man kann nicht immer alles lernen gleichzeitig. Und dennoch hat man gewisse Hindernisse, wo man mit Handzeichen oder was ich was überwältigen muss. Welche Sprachen bräuchtest du denn hier auf der Baustelle? Rumänisch, Polnisch, Portugiesisch und das bessere Deutsch. Hier endet die Neubaustrecke nach Ulm und beginnt das nächste Großprojekt der Deutschen Bahn, Stuttgart 21. Ab 2025 sollen auf diesen Gleisen die Züge in Richtung Tiefbahnhof fahren. In Hohenstadt haben sich die Bahnarbeiter und Dorfbewohner nach 10 Jahren angefreundet. Sie laufen miteinander um die Wette. Der Steinbühlenlauf. 5 Kilometer. Die Länge des Tunnels unter ihnen. Wir schlagen da auf mit einer Mannschaftsstärke von zu Hochzeiten 300 Mann in einem Dorf, das eigentlich bloß 700 Leute hat, ohne uns. Und muss man schon ein bisschen schauen, dass wir uns da halt irgendwie sinnvoll eingliedern. Den gemeinsamen Steinbühllauf veranstalten sie seit dem Beginn der Bauarbeiten 2014. Doch an diesem heißen Tag wird für manche aus dem Lauf eher ein Gang. Macht nichts. Dabei sein ist alles. Am Anfang hast du auch gewusst, wie du mit der ganzen Sache umgehst. Aber nachher war das richtig lustig. Wenn ich das überlege, was wir schöne Stunden am Stammtisch hätten oder auch die Festle, die wir machen. Egal, vorher die Barbara-Feier, das war einfach super. Ja, weil der Marco versorgt uns immer an jedem Baustellenfest immer mit dem Catering. Ja. Also unkomplizierte Dinge habe ich noch nie erlebt. Und am Ende passt es immer. Ja, doch. Ihre Zeit auf der Schwäbischen Alb neigt sich dem Ende entgegen. Mitte 23 ist Schluss. Wer weiß, was sie auf der nächsten Großbaustelle erwartet. Wir sind aber sehr, sehr dankbar, wie gut wir hier aufgenommen worden sind. Und ja, wenn man dann wieder weggeht, ist auf alle Fälle ein seltsames Gefühl. Wir haben ja, ich habe tatsächlich Freundschaften aufgebaut. Ende Juli 22, Kranabbau an der Filztalbrücke. Dafür ist ein riesiger mobiler Kran angerückt. Die Herausforderung, der Kran, den sie abbauen, steht zwischen den beiden Brückenteilen. Ja, passt das auch oben da mit der Oberleitung und alles, ja? Drei Mann müssen hoch hinauf und in luftiger Höhe Schrauben und Bolzen lösen. Höhenangst können sich diese Spezialisten nicht erlauben. Zuerst lösen die Monteure die Ausleger des Krans. Dann geht es damit hinab. Auch für den Projektleiter der Filztalbrücke, Igor Seidmann, ist das ein besonderer Moment. Was heißt eigentlich Kranabbau? Kranabbau ist ein klares Zeichen für Fertigstellung eines Bauprojektes. Und Bauprojektes, wo du dann 10 Jahre gearbeitet hast, es ist natürlich was Besonderes. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen für Abschluss. Und dann ist es soweit. Im November 22 fahren die ersten ICEs auf der Neubaustrecke. Zunächst zu Schulungsfahrten, ab Dezember dann planmäßig. Wir sehen, die Anlage funktioniert. Wir haben uns alle gedanklich schon auf die Schultern geklopft, weil wir eben doch einen sehr großen Meilenstein geschafft haben. Mit 250 über die Alp. Nach Jahrzehnten der Planung und Arbeit, jetzt Wirklichkeit.